Zwei Wochen nach der umstrittenen Kalifatsdemo in Hamburg hat die Gruppe Muslim Interaktiv gestern erneut in der Hansestadt mobilisiert. Die Auflagen der Behörden waren diesmal deutlich strenger, doch die Islamisten forderten den Rechtsstaat trotzdem wieder heraus. Unser Reporter Tim Vincent Dicke war auf der Demo unterwegs und konnte auch mit vielen Menschen sprechen, die sich gegen die Fundamentalisten stellen. Es ist eine Herkulesaufgabe für die Sicherheitsbehörden. Die Islamisten der Gruppe Muslim Interaktiv protestieren am Samstag erneut in Hamburg. Diesmal schaut die Polizei deutlich wachsamer hin. Den Teilnehmern ist untersagt worden, ein Kalifat in Deutschland zu fordern. Schilder mit dem Schriftzug "Kalifat ist die Lösung" gibt es nicht. Anheizer Rahim Boateng verlangt auf der Bühne zwar erneut einen Gottesstaat, allerdings außerhalb der Bundesrepublik. Vereine die Menschen in einem Kalifat, auf das wieder Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten und der islamischen Welt einkehrt und dein Wort zum Höchsten gemacht wird. Ja Allah, entblöße diejenigen, die falsches Zeugnis gegen die Muslime ablegen und die die Menschen aufhetzen und gegeneinander ausspielen. Die Islamisten fühlen sich vom Rechtsstaat ungerecht behandelt und ihrer Meinungsfreiheit beraubt, versuchen sich an einer PR-Aktion. Was man jetzt sieht, ist eine klare Reaktion auf die Politik, eine klare Reaktion auf das Verbot, das Kalifat zu fordern. Wenn man einmal schaut, die Demonstranten haben nun Schilder hochgehoben, wo verboten und censored steht. Weiter fällt auf, wenn man einmal in die Menge blickt, man kann hier überall hinschauen, Frauen sind hier gar nicht mehr anwesend. Die Behörden hatten vorgegeben, dass es keine Geschlechtertrennung wie bei der vorherigen Kundgebung geben darf. Mit dem Ergebnis, dass fast überhaupt keine Frauen mehr zu sehen sind. Am Rand der Demo bleiben immer wieder Passanten und Gegendemonstranten stehen. Viele haben eine klare Meinung. Das ist ja der Islamismus. Das zeigt ihn ja. Das zeigt ja dieses Perfide, dass Frauen überhaupt keine Rechte haben, dass es deren Freiheit beschnitten wird. Deshalb ist es so, dass wir gerade als Frauen unbedingt für die Freiheit hier einstehen müssen. Was mich so ein bisschen stört, noch zusätzlich an der ganzen Geschichte, ist, dass man halt kaum Gegenstimmen hört aus der muslimischen Community. Wenn die öfter auftreten, wird die AfD weiter Zulauf kriegen, fürchte ich. Die Demo-Teilnehmer dagegen verschlossen reden nicht mit der Presse. Am Ende des Protests zeigt sich die Polizei zufrieden, die harten Auflagen hätten Wirkung gezeigt. Ein größerer Eklat, an diesem Wochenende bleibt er aus.